Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Jacobin Weekly, der wöchentliche Podcast von Jacobin Magazine. Mein Name ist Lauren Ballhorn, ich bin der Chefredakteur des Magazins und auch der Host des Podcasts. Vor ein paar Wochen brachten wir eine neue Ausgabe an den Markt und auch übrigens an den Bahnhofskiosken, wo man Jacobin seit Januar überall kaufen kann. Die Ausgabe beschäftigt sich mit der neuen Technologie von künstlicher Intelligenz und vor allem, wie sie unsere Leben, unsere Beziehungen und auch unsere Unterhaltung zum Beispiel beeinflussen und verändern wird. Die Ausgabe beinhaltet eine Reihe von namenhaften Autoren wie Dietmar Dart, Anton Jäger und Eileen Jones und ist, wie gesagt, überall zu kaufen, auch auf unserer Homepage jacobin.de. Doch in einem Beitrag, den ich besonders interessant und besonders wichtig auch fand, geht die freie Journalistin Nina Scholz die Frage nach, inwiefern künstliche Intelligenz, oder nicht mal inwiefern, sondern wie künstliche Intelligenz benutzt wird, auch unsere Arbeitswelt zu verändern. Also wie wird künstliche Intelligenz am Fließband eingesetzt? Wie benutzen Arbeitgeber künstliche Intelligenz, um Druck auf ihre Belegschaft zu erhöhen? Und vor allem, wie die Interessensvertreter der Arbeiter, nämlich die Gewerkschaften, versuchen, sich gegen diese Entwicklung zu wehren. Wir werden gleich mit Nina sprechen über diesen Artikel, was sie bei ihrer Recherche herausgefunden hat und wie zukünftige Kämpfe gegen und mit KI in der Arbeitswelt aussehen können. Zuvor aber der wöchentliche freundliche Hinweis, dass wenn du diesen Podcast gut findest, du uns bitte unbedingt liken und subscriben sollst. Und wenn du Jacobin weiterhin unterstützen möchtest, kannst du das tun, vor allem indem du uns abonnierst. Das machst du unter www.jacobin.de/abo oder indem du die neue Ausgabe kaufst in deinem lokalen Bahnhofskiosk. Wenn du uns bereits abonnierst, uns bereits unterstützt, das aber noch mehr tun möchtest, kannst du das auch umsetzen, indem du uns eine monatliche Spende schickst. Die gibt es einzurichten unter www.jacobin.de/spenden. Wir freuen uns jedenfalls über jede Unterstützung von jeder Person. Bis gleich. Willkommen zurück bei Jacobin Weekly und hallo an meinen Gast für heute, Nina Scholz. Hi Nina. Hallo. Und danke, dass du heute die Zeit genommen hast. Wir sprechen heute nochmal über künstliche Intelligenz. Das ist das Thema unserer neuesten Ausgabe, die vor ungefähr 2,5 Wochen erschienen ist und worüber wir schon vor 2 Wochen gesprochen haben mit dem Autoren und Publizisten Dietmar Dart. Bei Dietmar ging es vor allem darum, also es ging, wie oft bei Dietmar Dart, ging es um sehr, sehr viele Themen, die sich miteinander überlappen und ein paar Mal habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber im Kern ging es damals darum, wie KI unsere Lebenswelt verändert und verändern wird und verändern könnte. Für deinen Text in unserer neuen Ausgabe hast du vor allem angeschaut, wie künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt verändert und wie auch Arbeiter und Arbeiterinnen auf diese Veränderungen reagieren. Was hast du da herausgefunden? Also, ich habe einiges rausgefunden. Manches war nicht so, wie viele denken. Also es gibt keinen großen Umwälzungsprozess durch KI und wir werden in 5 Jahren alle durch KIs ersetzt und die schöne neue Tech-Welt fängt an, die uns irgendwelche Start-up-Gründer oder der Google-Chef prophezeien. Es ist tatsächlich viel profaner, nämlich es ist gar nicht so leicht zu sagen, was ist denn die KI? Also die meisten, die ich gefragt habe, konnten nicht differenzieren zwischen algorithmischer Steuerung, maschinellem Lernen und KI. Das geht eins ins andere über. Genau, diesen Boom von dieser Idee, was eine KI sein soll, was wir gerade vor allen Dingen ja auch in so Feuilleton-Debatten erleben, das findet in der Arbeitswelt nicht so statt. Aber es ändert sich tatsächlich einiges. Und das ist aber nicht so KI-spezifisch, sondern das hat vor allem viel damit zu tun, dass eine neue Technologie eingeführt wird, die Unternehmen nutzen, um Arbeit zu ersetzen und zwar günstiger zu machen. Also das passiert eigentlich so, das ist die Geschichte des Kapitalismus, ne? Also das ist jetzt nicht so neu. Das erleben wir eigentlich seit der Dampfmaschine quasi. Also ja, aber also klar, gehe ich mit, aber KI bringt schon sowas wie eine andere Qualität mit sich, oder nicht? Ja, also ich glaube, das Problem ist,
Das, ja, also ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, was bringt die KI. Also ich habe mir ja verschiedene Ebenen angeguckt. Also wir haben zum Beispiel einen Betriebsrat und das ist eine, glaube ich, ziemlich wichtige Ebene bei der KI-Einführung, weil das, die haben eine ziemlich mächtige Stellung da drin, wie die KI eingeführt wird. Die können quasi sagen, nein, das soll so nicht eingeführt werden. Und der Betriebsrat, mit dem ich gesprochen habe, der Betriebsrat bei Siemens ist in Frankfurt, ist mit diesem Prozess, das kann man, glaube ich, so sagen, total überfordert. Und zwar nicht, weil er das nicht kann, sondern weil es so unglaublich viele KI-Anwendungen gibt bei Siemens. Das, womit er sich beschäftigt, ist aber vor allem Datenschutz. Was macht das mit den, also wie sind, werden die Daten irgendwie von den Beschäftigten benutzt? So. Viel häufiger erleben wir ja tatsächlich, dass zum Beispiel KI oder auch algorithmische Steuerung oder maschinelles Lernen eigentlich den Druck erhöht. Also ich habe zum Beispiel mit Simon Schaub gesprochen, einem Soziologen, und der hat ja für seine Doktorarbeit selber auch in einem Lieferdienst gearbeitet. Aber ich habe auch mit zwei Amazon-Beschäftigten gesprochen und mit einem Kurierfahrer hier in Berlin. Und die sprechen eben davon, dass diese Tools, die da eingesetzt werden bei ihrer Arbeit, den Druck unglaublich erhöhen. Also dass selbst wenn man ein Bewusstsein darüber hat, das ist ein Tool, was dahinter steht, da steht kein Chef, es passiert vielleicht erstmal gar nichts, ich weiß gar nicht, ob irgendwas passiert, entdecken sie sich selber immer wieder, dass sie in Stress kommen, dass sie in Druck kommen, dass sie schneller werden. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, dass die Freiheit beim Arbeiten auch eingeschränkt wird. Also das ist natürlich auch so alt wie der Kapitalismus, aber es ist tatsächlich auch einfach, also in der klassischen Fabrik gab es trotzdem noch viel, viel mehr Möglichkeiten zum Widerstand für Beschäftigte. Und das schränkt die KI natürlich auch ein. Also der Bummelstreik oder man lässt mal einen Bleistift irgendwo reinfallen und dann läuft es eben nicht weiter etc. Also da gab es ja irgendwie viele Möglichkeiten. Jetzt stehe ich da völlig isoliert und bin eigentlich nur mit der KI und mit dem Computer beschäftigt. Und ich spreche auch nicht mehr mit meinen Kollegen. Das berichten eben auch viele. Also bei den Lieferdiensten ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Aber die, die tatsächlich in den Fabriken arbeiten, berichten schon davon oder in den Lagern, genau. Und was auch weniger wird, ist eben die Möglichkeit zu kollektivem Widerstand, weil natürlich die Organisierung viel weniger ist. Also wenn ich jemandem gegenüber auf dem Fließband stehe, dann habe ich ja schon die Möglichkeit zu sagen, oh, ist der Chef heute scheiße oder sowas. Wenn ich aber nur noch vor einem Gerät stehe, gibt es diese Möglichkeit einfach gar nicht. Und wenn das Gerät auch noch regelt, wann ich meine Pause machen darf und vielleicht gar nicht, wann der Kollege die Pause macht, dann passieren einfach diese alltäglichen Dinge nicht mehr, wie Beschäftigte immer gebraucht haben, um Widerstand zu organisieren. Das ist so die eine Ebene. Ich glaube aber eine total wichtige Ebene, die gar nicht so oft beachtet wird, ist, wie tatsächlich der Niedriglohnsektor ausgeweitet wird durch zum Beispiel auch KI oder algorithmische Steuerung und maschinelles Lernen. Also Kannst du da ein paar Beispiele geben? Also es ist zum Beispiel bei einem relativ bekannten kalifornischen Autobauerunternehmen so, dass es wahrscheinlich so ist, man kann es nicht beweisen, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel kein Deutsch sprechen, aber hier auf einen Job angewiesen sind, weil sie zum Beispiel eine Aufenthaltsgenehmigung brauchen etc., morgens dahin kommen und quasi über so KI-Steuerung lernen und quasi in diesen Job reingeführt werden. Das heißt, niemand braucht mehr eine Ausbildung für bestimmte Berufe, für die es früher einfach nur eine Fachausbildung gebraucht hat, bestimmte Referenzen. Und er braucht eben auch nicht Deutsch können. So. Und das macht natürlich seine Arbeitskraft viel, viel günstiger, als sie zum Beispiel für einen anderen Autobauer ist. So, also wir reden jetzt von einem Fließbandarbeit zum Beispiel bei einem bekannten kalifornischen Autohersteller. Genau, wir reden jetzt über Fertigung. Ja, okay. Genau. Ja. Und, aber immerhin gäbe es in einer solchen Position die Möglichkeit zum kollektiven Widerstand, ne, in so einer Fabrikhalle. Ja, und ich glaube, da kommt es zusammen, wo ist die KI als Unterdrückungsmoment oder als Unterdrückungs- und Herrschaftsinstrument und wo mischt es sich einfach mit anderen Herrschaftsinstrumenten? Mhm. Und also ich würde zum Beispiel sagen, dass ich zum Beispiel relativ häufig mittlerweile antreffe, dass zum Beispiel die Aufenthaltsgenehmigung an den Arbeitsvertrag gekoppelt ist. Und die Arbeitsbedingungen aber total schlecht durch die KI. Und dass da bestimmte Dinge zusammenkommen, ne, die halt einfach die Arbeit schlechter machen, die den Widerstand schwieriger machen und gleichzeitig natürlich auch
den Druck erhöhen, genau. Also da hat man einfach verschiedene Kombinationen und man kann nicht immer sagen, hier ist die KI und die macht das jetzt einfach total schlecht. Aber nichtsdestotrotz weitet sich die KI ja auch, also werden sich KI-Anwendungen ausweiten, genau. Aber wenn wir, also zum, so das erste Beispiel zum Beispiel in deinem Artikel, das hast du ja schon erwähnt, das ist ein Gewerkschafter bei Siemens, ne? Firmen wie Siemens, also Hersteller, große industrielle Firmen, Hersteller werden nicht, also diese Produktionsprozesse können nicht von KI ersetzt werden, sondern nur sozusagen optimiert in ihrem Sinne, ne? Ja. Also, genau. Man weiß überhaupt nicht, was davon Bogus ist und was nicht. Also die investieren genau. in KI. Da sind auch wahrscheinlich etliche hunderte KI-Anwendungen in verschiedenen Leveln. Und da ist ja auch die Frage, was ist denn schon eine KI-Anwendung? Also wenn ich mein iPhone benutze, habe ich auch diverse KI-Anwendungen. Ne? Das sind wahrscheinlich auch KI-Anwendungen, die verschiedene Ebenen, die so ein Betriebsrat durchwinken muss. Und andere Dinge sind Dinge, in denen Unternehmen wie Siemens, das sich eben als auch als international konkurrierendes Tech-Unternehmen aufstellen will, vielleicht auch gerade investiert. Und also ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass da ist ja in Umschulungsmaßnahmen und Robotikschulungen investiert worden. Das hat der Betriebsrat ja auch gesagt. Aber es ist gar nicht klar, ob überhaupt ein einziger Job ersetzt wird. Also diese Diskussion, ja. die wir gerade total oft führen, werden eigentlich gerade Jobs ersetzt? Werden wir alle ersetzt durch die KI und wer überhaupt, das findet in dem Bereich, glaube ich, im Moment noch gar nicht so statt. Also ich habe mir verschiedene Studien angeguckt und die sagen verschiedene Dinge, aber das war vor 5, 6, 7 Jahren, als diese algorithmische Steuerung das neue Ding war, auch so. Ich habe quasi monatlich eine Frage gekriegt als Journalistin, werden wir bald von Maschinen ersetzt? Es ist heute nicht passiert, aber die Arbeitsbedingungen sind sehr viel schlechter geworden. Und ich glaube, das ist halt das, wo wir genau hingucken müssen. Also wir sagen KI und dann sind wir relativ schnell diesen Zauber des Silicon Valley erlegen, den die ja quasi, es gibt jetzt ein Tool und das ist so toll und so. Also ich habe zum Beispiel, ich habe mir auch die Filmindustrie angeguckt und da ist es auch so, dass sie sagen toll und dann kann die einfach synchron sprechen etc. Das, was sie damit sagen, ist aber, der Synchronsprecher wird ersetzt und es ist günstiger für uns. Wenn das Tool wirklich günstiger sein sollte. Ne? Das ist die Abwägung. Also was macht es mit den Profiten am Ende? Und ich glaube, das heißt, es gibt durchaus Jobs, die verschwinden könnten, zumindest. Ja, auf jeden Fall. Es gibt Jobs, die verschwinden. Also ich glaube zum Beispiel die Synchronsprecherin, für die sieht es wirklich schlecht aus. Also das haben wir auch, genau, Verdi steckt ja mitten in Tarifverhandlungen für die Filmindustrie gerade und die sagen das auch. Man muss allerdings sagen, viele von den Jobs, von denen man wirklich weiß, dass sie verschwinden werden, sind diese sogenannten Bullshit-Jobs. Mhm. Also auch Journalisten, glaube ich, auch teilweise manche Dinge, die Journalisten machen, aber so Marketing-Experten. Es gab jetzt eine Studie diese Woche, habe ich gelesen, von der Citigroup. Also es werden zum Beispiel im High-Finance-Banking-Jobs ersetzt. Ne? Also das sind halt irgendwie, aber da reden wir halt über... Welche? Na, ich glaube so Trading etc., da so alles, was so dazwischen geschaltet ist. Ich kenne mich damit auch nicht so gut aus, aber das war so klassisches, also da werden die 1% ersetzt. Also so, ne? Das kommt auch. Also genau. Also das ist bestimmt schlimm für die, aber ich glaube nicht, dass das die Beschäftigten sind, die wir uns aktuell irgendwie angucken sollten. Und ich glaube aber, was alle Beschäftigten, mit denen ich gesprochen habe, eint, und ich glaube, das ist das, wo man genau hingucken sollte, ist die Belastung nimmt zu. Das ist nicht KI-spezifisch, die Arbeitsbelastung nimmt generell zu, sondern KI ist ein weiteres Tool, um diese Belastung eben zu erweitern. Und ich glaube, da muss man ansetzen, nämlich wie kann Entlastung durch Arbeitskämpfe, also wie kann man es gewonnen werden, 4-Tage-Woche, wie erkämpft man sowas? Und genau, ich glaube, da muss man einfach genauer hingucken. Ja, du hast mehrere Industrien angeschaut. Du hattest ja vorhin Synchronsprecher erwähnt, du erwähnst auch in deinem Artikel als Beispiel der Streik der Drehbuchschreiber und Schauspieler letztes Jahr in den USA, wo es auch um den Einsatz von KI ging. Was genau haben die dann dort gewonnen oder ausgehandelt? Die haben ausgehandelt,
dass, also es gibt quasi, also sie haben einerseits quasi so eine Art Mini-KI-Moratorium ausgehandelt. Also KI darf nicht überall verwendet werden, wo die Produzenten das überall verwenden wollen. Und dass quasi Doubles nicht einfach so verwendet werden können. Also sie können nicht einfach, also ne, das ist ja diese Bluescreen, Greenscreen-Geschichten und dann wird ihr Körper aufgenommen und das dürfen die Filmstudios nicht einfach weiterverwenden. Und ich glaube, das ist auch hier, oder habe mir das sagen lassen, hier die große Angst von Schauspielerinnen natürlich, dass wenn sie da zustimmen, quasi ihrer eigenen Ersetzbarkeit zustimmen, also dass sie quasi digital gedoubelt werden können und keine Einsätze mehr bekommen und das eben auch nicht bezahlt werden können. Und diese Vergütung und dass sie da zustimmen müssen, das haben die eben verhandelt. Aber ich glaube, noch viel interessanter als was sie verhandelt haben, ist, wie haben sie verhandelt? Nämlich, sie haben sehr, sehr lange mit sehr vielen Menschen gestreikt, weil das eine sehr gut organisierte Industrie ist. Und ich glaube, das ist das, was man sich eben genau angucken muss. Also erstens, ich glaube, es war trotzdem ein sehr, sehr harter Streik. Also wenn ich Interviews gehört habe mit Schauspielerinnen, und wir reden ja hier nicht von Tom Cruise oder Will Smith, sondern wir reden ja hier von einer Industrie, wo die Leute einfach Low-Level-Jobs oder auch nur ab und zu mal einen Einsatz haben. Und die haben ja keine Absicherung in der Zeit. Also Gewerkschaft funktioniert auch nicht wie hier mit Streikgeld, sondern die haben sehr, sehr lange gestreikt unter hohem Aufwand. Aber sie konnten streiken, weil sie so gut organisiert sind. Also ich glaube, 60.000 Organisierte in der Gewerkschaft der Schauspielerinnen. Und davon träumt natürlich zum Beispiel die Schauspielergewerkschaft oder Verdi hier auch, ne? Das können die gar nicht, das haben die gar nicht als Verhandlungsmacht. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel. Also wenn Beschäftigte nicht diese Verhandlungsmacht aufbauen und organisiert sind, dann können sie auch nicht gegen Belastung, KI, Ersetzbarkeit, Arbeitsbedingungen verhandeln. Und ich glaube, dass das manchmal noch nicht so ganz klar in der Diskussion ist, weil man eben wie so ein aufgeschreckter Hase auf der Straße auf die KI guckt und sagt, okay, und jetzt kommen die selbstfahrenden Taxis und ich habe schon gesehen, in Silicon Valley hat es irgendwie funktioniert und jetzt gibt es bald keine Taxis mehr. Aber tatsächlich sehen wir ja, die Taxis werden einfach von sehr viel schlechter bezahlten Menschen aktuell noch gefahren, während man sich nicht mit den Arbeitsbedingungen, mit Organisierung beschäftigt. Und ich glaube, da muss auch bei Gewerkschaften ein Sinneswandel stattfinden. Also wir sitzen da nicht, oder die Beschäftigten sitzen da nicht zwangsläufig mit Tarifpartnern am Tisch, die das Interesse der Beschäftigten in ihrem Sinn haben, sondern die führen knallharte Klassenkämpfe gegen sie. Und deswegen müssen die Gewerkschaften auch knallharte Klassenkämpfe gegen diese Unternehmen wie Streamingdienste, Filmproduktionsfirmen führen. Und da ist man, glaube ich, noch einfach ein bisschen zahm. So, genau. Aber das unterscheidet die Gewerkschaftskämpfe jetzt auch nicht von Nicht-KI-Kämpfen, genau. Ja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen über, wie die Gewerkschaften sich bewappnen, weil du gibst einmal das Beispiel von Siemens, wo es einen lang bestehenden und mehr oder weniger aus Sicht der Arbeitnehmer gut funktionierenden Betriebsrat gibt, wo es möglich gewesen ist, dass dass der Betriebsrat oder die Gewerkschaft den Einsatz von KI prüft, auch Sachen ablehnen kann, Umschulungen anbietet. Aber wie wir beide wissen, also die Zahl an Betriebsräten geht zurück sozusagen, oder vielleicht nicht die absolute Zahl, aber der Prozentsatz an Arbeitsplätzen, die im Betriebsrat haben, geht nicht zuständig, sondern zunehmend nach unten. Wenn wir Branchen anschauen, die noch nicht organisiert sind oder vielleicht nur ein Stück weit organisiert sind, wie versucht die Gewerkschaftsbewegung da auf KI zu reagieren? Oder gibt es sowas wie Pilotprojekte oder Organisierungskampagnen, die versuchen, das Problem ein bisschen ernster zu nehmen? Ja, das habe ich auch gefragt und das steht nicht im Artikel drin, weil ich da nur ernüchternde Antworten bekommen habe. Keiner wollte sie offiziell geben. Also ich glaube, dass die Gewerkschaften keine KI-Strategie haben. Also das ist mir nicht begegnet. Wenn es die geben sollte, würde ich mich freuen, wenn sich jemand meldet. Aber ich habe mit verschiedenen Gewerkschaftern in verschiedenen Gewerkschaften gesprochen. Und alle haben gesagt, nee, und das müsste auch irgendwie von oben kommen, das muss ein verbindendes Projekt sein. Wir schaffen das in unserem Alltag nicht. Es betrifft uns teilweise, aber es wird nicht angefasst. Und genau, und das ist, glaube ich, schon tatsächlich ein Problem. Also genau, also ich glaube, der DGB macht schon Konferenzen etc. dazu. Aber wie Machtaufbau
gegen KI gesteuerte Systeme wirklich funktionieren kann, das findet, glaube ich, einfach nicht statt. Und ich weiß auch nicht, ob es die eine Antwort geben kann. Ich glaube, dass die Antwort, glaube ich, sehr komplex ist, dass sie halt einfach, dass man sehr viele Ressourcen braucht, nämlich Ressourcen, Beschäftigte zu organisieren in Branchen, die wahrscheinlich nicht besonders leicht zu organisieren sind. Also wir haben ja schon gesagt, oder dass der Niedriglohnsektor sich eben ausweitet. Und wir sprechen da eben auch oft über migrantische Arbeit. Wir sprechen da über Arbeit, die sehr, sehr individualisiert ist, teilweise zu Hause stattfindet. Also wenn man jetzt über sowas wie auch so ChatGPT etc. so befüllen oder so angeht, das sind ja auch oft gar keine Arbeitsplätze, sondern das machen Leute in Heimarbeit. Wie erreicht man die? Genau, also und ich glaube, das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist, dass die Unternehmen, die wirklich KI zur Steuerung einsetzen, zentral oder algorithmische Steuerung und Überwachung, sind die Unternehmen, bei denen es aktuell so aussieht, als ob die Beschäftigten nicht die Kraft haben, einen Tarifvertrag auszuhandeln. Und sowas müsste eben in einem Tarifvertrag ausgehandelt werden. Also wir sehen das bei Amazon, da ist die Organisierung mittlerweile 11 Jahre. Das war mal eins der Leuchtturmprojekte, wie man sich gegen Tech-Unternehmen organisiert. Es gibt keinen Tarifvertrag bis heute nicht. Betriebsräte werden zähneknirschend akzeptiert, aber das reicht eben nicht, um diese extreme Belastung durch diese technischen Tools irgendwie einzuschränken. Wir sehen bei der NGG ein sehr cooles und wirklich auch vielversprechendes Organisierungsprojekt bei Lieferando. Die sitzen die Tarifforderungen einfach aus. Das interessiert die einfach nicht. Die kommen nicht raus. Die streiken 1-2 Tage. Das tut denen nicht weh. Die verdienen das Geld eh schon woanders. Die Restaurants liefern mit eigenen Autos mittlerweile aus. Wird nicht passieren. Und genauso sehen wir das ja aktuell auch bei Tesla. Klar, da gibt's auch einen Betriebsrat. Da sind sie ja den Gewerkschaften sogar zuvorgekommen und haben dann eine Mehrheit geschaffen. Ich glaube, das machen sie mittlerweile. Aber diesen Tarifvertrag, sich von der IG Metall da Sachen rein diktieren zu lassen, das wird nicht passieren. Und solange das die Beschäftigten nicht in der Lage sind, sich das auch zu erkämpfen gegen diese großen Tech-Unternehmen, die das massiv einsetzen und einsetzen werden auch noch, sehen wir da schon so ein bisschen so einer kleinen Katastrophe entgegen. Und ich glaube, dass es auch ein Problem ist, ein politisches Problem. Also ich meine, in Brandenburg wird es ja bis heute gefeiert, dass Tesla da einfach ist. Aber es werden gar keine Bedingungen gestellt. Und ich möchte nicht wissen, wann das nächste Tech-Unternehmen hier auf der Matte steht. Und man könnte ja auch als politische Forderung durchaus haben, klar, ihr könnt hier gerne euer Unternehmen hier hinstellen und wir verhandeln auch mit euch darüber, dass ihr Grundstücke bekommt oder noch mehr Grundstücke und also Gebäudeerweiterung. Aber dann müsst ihr einen Tarifvertrag einhandeln, weil wir leben hier in einer Sozialpartnerschaft. Das trägt ja die SPD, die ja auch in Brandenburg regiert, ja durchaus vor sich her. Aber das wird eben nicht gemacht. Das ist also genau. Also die Sozialpartnerschaft wird da einfach auf mehrere Arten einfach aufgekündigt. Und die Gewerkschaften und die Beschäftigten haben dem sehr, sehr wenig entgegenzusetzen, leider. Und wie kann man zurück zu einer Sozialpartnerschaft kommen? Weil ich, es klingt so, als für Industrien, die bedroht sind oder nicht mal bedroht, sagen wir, aber die Veränderung durch KI erleben werden müssen, ist der beste Garant, dass es halbwegs okay läuft für die Arbeitnehmer, einen Betriebsrat zu haben. Also letztendlich plädierst du schon irgendwie für eine Rückkehr zu dem System, das die BRD jahrzehntelang gepflegt hat, oder nicht? Nein. Nee, also ich plädiere dafür, dass Gewerkschaften wissen müssen, dass sie Macht aufbauen müssen unter Beschäftigten. Ja. Mhm. Und zwar geht das nur, indem sie wirklich einfach ihre Beschäftigten erschließen, strukturell sukzessive Macht aufbauen in Organisierungsprozessen. Und zwar ändert das ja nicht nur, und ich finde, das sagt Simon Schaub auch irgendwie in dem Interview, was ich für den Artikel mit ihm geführt habe, sehr eindrücklich, das ändert nicht nur die Machtverhältnisse, also das, wie das eben auch man ja sehr gut an der amerikanischen Schauspielergewerkschaft sieht, sondern es ändert auch die Akzeptanz von Gewerkschaften und von, also ich, deswegen war mein Vorschlag da drin ja eben auch, nicht unbedingt immer nur bei KI zu gucken, weil es gibt ja auch noch viele andere Berufe, die auch sehr überlastet sind. Und wer eben auch sehr überlastet ist, sind die Krankenhausbeschäftigten. Und die haben sich ja einfach jetzt über mehrere Jahre immer wieder und an verschiedenen Standorten diesen Tarifvertrag Entlastung erkämpft. Und ich glaube, dass der schon so eine Art Pilot für andere Tarifverträge sein könnte. Weil erstens haben sie den über sukzessiven Machtaufbau erkämpft in einer Branche, wo vor
5, 6, 7 Jahren die Leute noch gesagt haben, Krankenhausbeschäftigte kann keiner organisieren. Die identifizieren sich mit ihren Patienten, die werden nicht streiken. Das haben sie gemacht. Und dieser Tarifvertrag Entlastung, darin legen die Beschäftigten eben selber fest, was ihre Belastung ist. Und dann haben sie Belastungspunkte. Und zum Beispiel in Berlin ist es so, dass zum Beispiel bei 3 Belastungspunkten, also ich habe zum Beispiel eine unterbesetzte Schicht gehabt, ich bin tätlich angegriffen worden, je nachdem, was die, zum Beispiel in der Notaufnahme ist, wäre das ein Fall. Und dann schreiben die ihre Belastungspunkte auf. Und bei 3 Belastungspunkten bekommen sie entweder einen freien Tag oder Geld. Und das erhöht natürlich die Akzeptanz unter den Beschäftigten, weil sie spüren das in ihrem Alltag. Der Ball liegt einfach wieder beim Arbeitgeber, weil der muss dafür sorgen, dass die Schichten besetzt werden, dass die Belastung nicht eintritt, weil das kostet ihn einfach, das tut ihnen einfach weh. Gleichzeitig wird das Arbeitsumfeld auch wieder attraktiver, es kommen auch wieder neue Leute dazu und es breitet sich ja auch aus. Am Anfang waren das nur wenige Kliniken, jetzt erkämpfen sich immer mehr Kliniken und ich glaube, also Gewerkschaften neigen aktuell dazu, ich finde, es gibt nicht die Gewerkschaften, aber es gibt immer diese großen Projekte und alle sagen 4-Tage-Woche. Aber für wen kommt denn die 4-Tage-Woche, wenn wir gar keine Macht aufbauen können? Also da werden wenige sozialpartnerschaftliche Gewerkschaften und beschäftigte Akteure irgendwie die 4-Tage-Woche haben, aber alle anderen haben immer mehr Druck und für die braucht es eben auch eine Lösung. Ja, also ich denke, dass das Beispiel der Organisierung der Krankenhausbeschäftigten super viele spannende Erfahrungen bietet und auch mögliche Lernprozesse beschleunigen kann. Aber ich frage mich trotzdem, wenn 2 von den Beispielen, die du genannt hast, einmal so Lieferer oder so Fahrradlieferdienste und den bekannten kalifornischen Autohersteller, der auch in Brandenburg Business macht. Ich denke, was die beiden auch auszeichnet, also natürlich, dass KI ihre Arbeitsprozesse beeinflusst. Du hast ja selber das Beispiel gegeben, dass bei diesem Autowerk es zum Teil gar keine Ausbildung oder Anführung mehr gibt, sondern das wird alles quasi automatisch generiert und wiedergegeben per KI und man muss nicht mal die gleiche Sprache sprechen. Das sind doch alles Segmente des Arbeitsmarktes, die extrem flexibel sind und wo es eine ungeheuerliche Reserve an Arbeitskräften gibt, beziehungsweise an Menschen, die durch ihre Verhältnisse durchaus zum Teil dankbar sind für den Job oder bereit sind, die Bedingungen anzunehmen. Und in Brandenburg ist es halt auch so, da gibt's einfach nicht so viele Arbeitgeber oder Arbeitsplätze und da sind auch viele einfach dankbar, dass es überhaupt etwas da gibt. Während bei einem Krankenhaus, da ist doch zumindest die Belegschaft ein wenig geschlossener, ein bisschen fester, würde ich mir denken. Ja, es sind auf jeden Fall unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Also ich glaube, es gibt nicht das eine Mittel. Also ich glaube, es ist auch falsch zu sagen, nur die Gewerkschaft wird sich das erkämpfen können. So. Also ich glaube, es braucht wie in jedem Wandel von der Arbeitswelt auch Gesetzesänderungen und es braucht eben auch entsprechende Regularien. Also es ist zum Beispiel, es kann nicht sein, dass es erlaubt ist, also die Aufenthaltsgenehmigung an den Arbeitsvertrag zu koppeln. Das dürfte eigentlich nicht erlaubt sein. So, aber das ist in einem rassistisch strukturierten neoliberalen Arbeitsmarkt natürlich gang und gäbe. Und es dürfte auch ein weiterer Punkt, der, glaube ich, auch wirklich wichtig ist und der auch teilweise sogar im Koalitionsvertrag steht, ist, dass zum Beispiel Union-Busting mehr strafbar sein muss. Also dass ein Unternehmen, deren Geschäftsstrategie basiert auf Union-Busting, Gewerkschaftszerstörung, also die Strukturen, die noch da sind, zu zerstören oder die Gewerkschaften daran zu hindern, ihre Strukturen aufzubauen. Und auch da wird nichts gemacht. Also es gab ja in Berlin tatsächlich ein Pilotprojekt, das sich quasi Union Busting vorgenommen hat, so eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft geschaffen hat unter der linken Justizsenatorin Lena Kreck. Das fand ich mal sehr, sehr handfestes, eine sehr handfeste linke Reform, eine Justizreform. Nämlich nicht zu sagen, irgendwie, wir nehmen uns Clans vor, in Anführungsstrichen natürlich, sondern tatsächlich die da Gewerkschaften zerstören und schauen mal, wie wir die einfach, also es ist ja strafbar. Wir haben diese Gesetze erkämpft, also Beschäftigte haben diese Gesetze erkämpft.
aber sie werden eben nicht ausgeführt. Also es ist einfach, ein Drittel der Betriebsräte in Deutschland sagen, sie sind schon von Union Busting betroffen gewesen in der Umfrage. Und es gibt aber niemanden, der deswegen bestraft wird. Also könnte es bis zu einem Jahr Gefängnis. Und also im Koalitionsvertrag steht zum Beispiel auch drin, dass Betriebsrats B und Verhinderung, und das ist eben gerade bei KI auch total wichtig, zum Offizialdelikt gemacht werden soll. Das bedeutet, dass eben nicht nur die Betriebsräte das anzeigen können, und die können es oftmals nicht mehr anzeigen, weil sie dann weg sind, sondern jeder andere. Oder wenn eine Staatsanwaltschaft davon hört, wenn wir uns jetzt das zum Beispiel erzählen würden, dann müssten die das verfolgen. Und das passiert einfach nicht. Und es gäbe viele unterschiedliche Schritte, die natürlich einfach Regierungen auch unternehmen müssten, wenn ihnen die Beschäftigten am Herzen liegen und nicht einfach nur die Unternehmen hierher zu locken. Genau, das ist natürlich einfach, es gibt kein Interesse in der Politik daran, die Beschäftigten vor den Folgen von der KI zu schützen. Ich frage mich auch manchmal, ob wir wirklich alle diese Branchen brauchen. Also, dass wir Autohersteller oder Elektroautohersteller noch zumindest eine Weile brauchen werden, da gehe ich mit. Aber zum Beispiel bei Firmen wie Lieferando frage ich mich, ob eine solidarische Gesellschaft sowas eigentlich überhaupt braucht. Aber ist eine andere Frage. Können wir bei einem anderen mal diskutieren. Ich hätte noch zum Abschluss hätte ich eine letzte Frage. Du hast jetzt mehrmals betont, dass KI nicht alle unsere Jobs über Nacht verschwinden lassen wird. Manche Segmente oder manche Branchen sind durchaus bedroht. Es wird Sachen geben, die ersetzt werden können. Ich als Redakteur und Übersetzer mache mir auch manchmal Sorgen über meine Zukunft. Aber bisher zumindest ist der Trend eher, wie du sagtest, auf mehr Druck, mehr Belastung. Und ich glaube, Simon Schaub hat auch im Interview gesagt, dass sogar neue Jobs entstehen werden. Ne? Also durch dass KI auch durchaus in der Lage ist, ja, ganze neue Sektoren entstehen zu lassen, die vor allem in Sachen Kontrolle und Regulierung bestehen. Aber all die Kämpfe, die wir bisher besprochen haben, sind in erster Linie Abwehrkämpfe. Der Betriebsrat verhindert, dass KI den Arbeitsprozess so sehr umgestaltet, dass es für die Kollegen unangenehm wird oder überfordernd wird. Die Drehbuchschreiber in Amerika streiken dagegen, dass KI bei der Produktion angesetzt wird. Bei aller Sympathie, die ich durchaus habe, das sind alles erstmal sehr defensive Abwehrkämpfe, die KI rauszuhalten. Meinst du, dass es nicht möglich oder nötig wäre, dass die Arbeitnehmerseite, also dass die Gewerkschaften und vielleicht auch allgemein die gesellschaftliche Linke da eine eigene Vision für KI entwickelt, dass wir sagen, gut, KI kann unser Leben beschissener machen, KI kann auch viele sehr bizarre, leicht unangenehme Videos für TikTok generieren, aber TikTok, das können wir auch abschaffen von mir aus, KI kann doch auch benutzt werden, um unser Leben einfacher, stressfreier zu gestalten, etc. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin jetzt einfach gerade von unserer spezifischen historischen Situation der Linken ausgegangen oder von den Beschäftigten. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, ne? Also manchmal habe ich das Gefühl, noch nicht mal mehr das so, sondern also das ist natürlich, also wir bekommen ja kaum diese Abwehrkämpfe hin. Da muss man natürlich auch einfach realistisch bleiben, dass es schwerfällt, in so einer Zeit auch noch Utopien zu entwickeln. Aber du hast zum Beispiel gesagt, also klar, die KI kann auch einfach Arbeit erleichtern. Natürlich wäre es schön, wenn wir Fabriken hätten. Das ist ja so dieses, ne, also fully automated, ne, bla. Whatever. Communism. Whatever. Also das, aber es wäre doch auch schön, also ich glaube, das ist trotzdem auch, kann auch die KI vielleicht noch dran helfen. Aber es geht eigentlich immer um andere Dinge, nämlich es geht darum, die Besitzverhältnisse zu ändern. Also du hast gerade gefragt, brauchen wir überhaupt diese Jobs wie Kuriere? Also meine Erfahrung, ich begleite die ja schon seit mittlerweile fast 10 Jahren, ist, die machen ihren Job wirklich total gerne. Also die mögen ihren Job. Also die sagen, sie fahren gerne draußen rum und sie bringen auch gerne Sachen von A nach B. Was sie nicht mögen ist, dass sie keine Sicherheit haben, wie viel sie verdienen, dass sie nicht wissen, wann ihre Schichten sind oder ob sie die bekommen, dass sie nochmal raus aus der Stadt geschickt werden und dann selber reinfahren müssen und es selber bezahlen müssen und dass ihr Chef einfach eine Blackbox ist, sondern die würden einfach, und das gab es ja auch in Ansätzen zum Beispiel auch schon, dass Kuriere versucht haben, eine Genossenschaft zu gründen. Nur sind die Hürden in Deutschland, eine Genossenschaft zu gründen, so unglaublich groß,
dass es sich einfach nicht lohnt. Und sie können dann mit diesen Plattformen auch nicht konkurrieren. Und da müssten zum Beispiel andere Regularien einfach her. Also es gibt ja diese Idee der Plattformgenossenschaften. Das ist ja eine durchaus sehr, sehr konkrete Utopie, die ja auch, die man dann auch wieder größer denken kann. Und ich glaube, das sind zum Beispiel Dinge, wo Regularien her müssen. Und zum Beispiel müsste auch in der Fabrik in Brandenburg keine Elektroautos gebaut werden, die dann irgendwie wieder über die Autobahn heizen. Man könnte da auch andere Dinge bauen, die man halt natürlich auch einfach anders brauchen kann. Man könnte da auch super Busse bauen. Unter Arbeits- oder die Beschäftigten könnten vielleicht auch selber entscheiden, was sie da bauen könnten. Nur befinden wir uns natürlich gerade nicht in dieser Situation. Aber ich glaube, du hast schon insofern recht, dass es immer wichtig ist, auch wieder hinzugucken, was könnte denn eigentlich anders sein und nicht nur dieses Gefühl mit dem Rücken zur Wand, wie können wir denen noch irgendwas abtrotzen, dass man nicht untergeht in der Arbeit, genau. Also das finde ich schon sehr wichtig. Aber ich glaube, die KI ist auch da nachrangig. Also ich glaube, es geht eher um Eigentumsverhältnisse ändern. Ja, also so ein bisschen wie du am Anfang des Gesprächs gesagt hast, das ist auch eine letztendlich eine politische Frage ist, ob neue Technologien zur Arbeitserleichterung oder zu zusätzliche Belastung führen. Und ja, wie du jetzt sehr überzeugend dargelegt hast, stehen wir eher in einer Situation des Abwehrkampfes, wo es erstmal darum geht, Schlimmeres zu verhindern. Gefühlt ist das Einzige, was linke Bewegungen heutzutage machen. Aber vielleicht nicht für immer. Danke nochmal. Auch nicht zum ersten Mal, ja. Danke, Nina, nochmal, dass du da warst. Danke an alle Zuhörer, die das Gespräch bis zum Ende gehört haben. Auch besonderen Dank an dich für deine Geduld mit unseren technischen Problemen, die zumindest bisher nicht durch die KI gelöst wurden, aber hoffentlich dann auch bald. Und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Das war's für heute. Vielen Dank an Nina Scholz für das sehr interessante Gespräch und auch für ihr Geduld bei unseren leichten technischen Problemen diesmal. Und danke auch nochmal an euch, dass ihr uns treu geblieben seid und bis zum Schluss zugehört habt. Nochmal, bevor ich Tschüss sage, möchte ich wie jede Woche darauf hinweisen, dass dieser Podcast sowohl alle anderen Inhalte, die wir kostenlos zur Verfügung stellen, nur existieren können, weil Tausende von Menschen uns jeden Monat abonnieren und damit unsere finanzielle Sicherheit gewährleisten. Wenn du das noch nicht tust, in der Meinung aber bist, dass es Jacobin noch lange geben sollte, dann würde ich dich bitten, auf www.jacobin.de/abo zu gehen und ein Print-Abo oder auch ein Digital-Abo einzurichten. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.